Im nächsten Schritt würden wir die jetztzeitigen Gebäudedaten importieren. Sie erinnern sich, dies hatten wir vor uns über ein Softwarewerkzeug aus OpenStreetMap als KML-Datei exportiert. Und diese KML-Datei möchten wir jetzt in QGIS laden. Dafür öffneten wir den Explorer und hier haben wir also die Datei export.kml. Das ist die, die wir vor uns aus dem Softwarewerkzeug heraus bekommen haben. Und ich ziehe diese Datei hier in das Fenster Layers. Jetzt mache ich mein Explorer-Fenster etwas kleiner und jetzt sehe ich, dass ich hier also mehrere Layer zur Verfügung habe, die ich importieren kann. Diese Punktinformationen sind für uns eher wenig interessant. Interessant sind allerdings hier die Polygoninformationen, also die Flächengrundrisse. Und diese klicke ich hier an und bestätige mit OK und habe damit also ein neues Layer in meiner Szene. Das, was ich schon sehe hier, ist, ich habe es für uns schon angesprochen gehabt, dass es gewisse Abweichungen gibt. Hier zum Beispiel, das kann man aber bei einer historischen Karte nicht ganz eliminieren, aber wenn es sozusagen zu gravierend ist, über eine neue Georeferenzierung mit mehr Hilfs- und Stützpunkten dann beseitigen.